Und herzlich willkommen auf dem Planeten Alpha Arcturus, schieß mich tot, Dingenskirchen, hast du nicht gesehen? Irgendwie so. Oho. Ja, meine Nase. Ja. Hab gerade so einen Niesreiz gehabt. Niesreiz? Ja, so ein, keine Ahnung, als ob es jetzt jede Sekunde aus mir herausbricht, wie ja. Ein Nieser. Ah, erstmal hier. Sich um den Weizen kümmern. Könnte sich um Weizen handeln? Ja. Den Vogel nicht treff. Ah, sieht ganz gut aus hier, unser Garten. So. Ja, morde noch ein paar Tiere. Eine gute Idee. Ich weiß noch nicht, warum du das tust, aber es wird einen Grund haben. For the Lulz. Ha, aber warum? Geld. Es bringt Geld. Es bringt... Okay, das ist ein legitimer Grund. Eins getroffen? Weiß ich nicht. Hast du? Hast du? Hast du nicht? Hast du vielleicht? Ja. Vielleicht habt ihr ja gestern unseren Terraria-Film gesehen. Ist großartig. Yay! Getroffen! Yay! Getötet! What are you doing? Ich sollte es vermeiden, auf die Taste Q zu drücken. Wobei, das sieht schon witzig aus. Hä? Was war das jetzt wieder? Bei mir ist der Pfeil gerade in dem Mob verschwunden, aber das Mob hat kein Damage bekommen. Hm. So, wie gesagt, Terraria sind wir sowas von... Was ist das für ein komisches Schwert? Wo hast du es her? Aus dem Underground. Oh... Das ist der Mob-Zerberster. Oder die so. Mob-Bürste. Wir nennen es die Bürste. It's the Great Equalizer. Tja. Ja, was tun wir? Weiß ich nicht. Wir Kohle einpacken wie... und einen anderen Planeten erkunden. Hm. Wie viel Kohle habe ich? Ich habe mit mir im Inventar 100 Stücke Kohle. Mal gucken, wo ist kommen wir damit weiter und ich habe 300 irgendwas. Damit sollten wir irgendwas aber reißen können. Ich glaube, das müsste eigentlich reichen. Um hier zu einem Level 4 Planeten zu fliegen, oder? Ja. Die Frage ist. Oh, cool. Fuel. Da hat die Frage, fliegen wir zum Level 4 oder irgendwie sowas? Oder wenn zum ich, Level 10? Also 50 Fuel-Dinger. Ne, 50 Kohle verschaffen schon mal 100 Fuel. Ich weiß ja nicht, wie viel man braucht. Ich weiß es auch nicht. Gucken wir auf der Map, was es überhaupt für Planeten hier so gibt. Wir haben Alpha Arcturus 59 Römisch 2, Can't Land. Darauf können wir nicht landen. Der, auf dem wir momentan sind, ist der... Ich glaube, zwei... Ne, Moment, auf welchem sind wir nochmal? 2 oder... 2B oder 2C? Biome Forest? Biome... Desert ist der andere. Threat Level 1. Hier ist auch noch einer mit Forest. Hier ist einer mit... Arid. Alpha Arcturus 59 Römisch 2 Dora. Threat Level... 1. Die sind alle 1. Ich schätze mal, über diese Galaxie hinaus werden wir nicht kommen. Was? Galaxie? Über die Galaxie hinaus nicht, aber was andere Sonnensysteme oder sowas. Oder andere Planeten im Sonnensystem zumindest. Wir sind an Römisch 2. Was ist mit Römisch 1? Da ist Biome Snom, Threat Level 1.
Und ein Asteroidenfeld, aber das können wir momentan ohne Atemausrüstung, können wir das wahrscheinlich vergessen. Was ist, Moment, nee, stopp. Rechtsklick. Rechtsklick, das ist Alpha Arcturus. Das nächste wäre entweder Alpha 23 UMA 70 oder Alpha Delta Set Majoris. Also mit Majoris. Majoris Römisch 1, Desert Threat Level 1. Bäh. Majoris Römisch 2, Arid Forest, Threat Level 1. ETF. Es muss doch irgendwie einen Planeten geben, der uns weiterbringt. Schauen wir mal, Alpha 23 UMA 70. Oh, das ist ein großes Sonnensystem. Römisch 1. Biome Moon, Threat Level 1. Ich schätze mal, ohne Atemausrüstung können wir den vergessen. Desert, Threat Level 1. Also mit Römisch 2. Snow, Arid Moon, Threat Level 3. Mal darfst du raten. Mhm. Römisch 3. Snow, Arid, Count Land, Threat Level 1. Das mit 4. Moon, Forest, Asteroid Field. Alles Threat Level 1. Was mit dem äußersten? Biome Snow, Snow. Snow, Snow. Das sieht interessant aus. Das ist ein Cluster aus 5 Planeten. Forest, Snow, Forest, Moon, Desert. Alles Threat Level 1. Seltsam. Ich versuch mal, was ist hier? Hier geht's ein bisschen weiter. Gamma Door, irgendwas. Desert, Snow, Threat Level 1. Alles Threat Level 1. Aber das Threat Level wird doch nicht irgendwie angepasst, oder? Der Planet hat immer irgendein Threat Level und. Müsste eigentlich. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Arid, Snow, Moon, Level 1. Ich scanne hier mal im Raster. Ori Majoris, irgendwie scheiße weit weg. Forest, Threat Level 1. Vielleicht gibt es momentan keine höheren Threat Levels in der Hinsicht. Ja, ich habe doch schon ein paar Mal. Die waren damals schon mal auf Level 4 und so. Das war wahrscheinlich vor dem großen. Ja, ja, klar. Update vor irgendwas. Dem Throw Wipe Desert. Ich habe keine Ahnung. Cheat. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal versuchsweise auf. Oh, wait. Ich pack schon mal die 50. Okay. 75 Kohlestücke, haben wir schon mal 150 Fuel. Weiß nicht, ob das viel bringt, aber haben wir das schon mal drin. Kann ja mal kurz hier ins. Wir sind momentan auf hier 59,2 Caesar Forest. Wir können uns ja mal in der Desert umschauen. Vielleicht finden wir da irgendwas Witziges. Irgendwelche aber Waffen. Kurz, ich guck mal gerade hier. Ob es so ein Wiki dafür gibt. Und was das Threat-Level genau aussagt. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen ungünstig, wenn das Threat-Level so nach Equipment sich verändert, weil dann sehen wir alles nur noch als 1. Aber, also, das wäre nicht sehr sinnvoll, dass nicht das wirklich, so funktioniert. Ne? Hat mich eingesperrt. Also ich weiß, dass ich 4 und 10 gesehen habe, als ich das letzte Mal irgendwie in der Singleplayer-Welt war, aber das war halt auch vor dem letzten Wipe und Patches und so. Wenn ich es jetzt wüsste, vielleicht hängt es auch irgendwie von den Biomen ab oder so, keine Ahnung. Ich probiere mal gerade was anderes aus, irgendwie wundert mich noch ein bisschen die Funktionsweise von diesem 3D-Drucker. Ja, der ist irgendwie total seltsam. Ich will mal wissen, welche Objekte ich jetzt irgendwie einscannen kann oder nicht. Weil irgendwie, es schließt sich mir das noch nicht so konkret. Ich will jetzt mal versuchen. Schauen hier. Thread Level. Ah, okay. Es kostet auf jeden Fall Pixel was einzuscannen und dann wiederum Pixel was daraus zu machen.
Warte mal, 2050. Aha, okay. Okay, ich glaube, ich habe jetzt raus, was es mit diesem Pixelwert auf sich hat, der an diesen Gegenständen draufsteht. Okay. Ein Viertel davon, von den Pixels, wird benötigt, um das Ding für den 3D-Drucker einzuscannen. Der volle Wert wird benötigt, wenn du das Ding dann quasi im 3D-Drucker herstellen willst. Man kann sich die Pixels quasi als Art Universalwährung und als Druckermaterial für unseren 3D-Drucker vorstellen. Oh. Können wir schon diese Voxel drucken? Voxel? Ja, man kann so Pixel... Ne, muss man, glaube ich, einen Blueprint finden. Möglich. Vielleicht ist es auch tatsächlich was, was dann wieder erst mit diesem Core-Teil da geht. Metall-Gieß-Station, whatever. Möglich. Thingy. Ich bräuchte auf jeden Fall erstmal ein Voxel, was ich einscannen kann, um daraus Voxel zu erstellen. Die Frage ist, ob ein Voxel dann Wert in Pixel hat, dass es sich dann überhaupt dann entsprechend einsetzen lässt. Zum Beispiel Raw Alien Meat und Cold zum Beispiel hat einen Pixelwert von 0. Ich schätze mal, das dient dann dafür, dass ich das Ding im 3D-Drucker gar nicht erst verwenden kann. Ja, keine Ahnung, man kann, also diese Voxel sind ja quasi eingepackte Pixel, wo man ein bisschen was verliert, aber dafür, wenn man stirbt, ist nicht alles weg ist. Dann glaube ich fast nicht, dass das, wobei, nee, alles ist nicht weg, man verliert nur einen Teil der Pixel, nicht alles. Ja, wenn man die Voxel craftet, kriegt man hinterher weniger raus, als man in das Voxel zu craften reingesteckt hat. I see. Damit man halt nicht einfach so sein Geld lagern kann, um diesen scheiß Mechanismus mit den verlorenen Pixeln auszuhebeln, den ich total toll finde und es auch total super finde, dass man den nicht aushebeln kann. Fuck you. Warum immer dieser Hass? Warum ich hasse der es, Hass? Mein Gold zu verlieren. Interessant, man kann auch keine Waffen irgendwie mit dem 3D-Drucker speichern. Ich schätze mal, das kommt daher, dass die Waffen alle zufällig prozedural generiert werden. Stichwort Borderlands. Ja, keine Ahnung, also... Warte, ich guck mal hier rein. Oh, ich kann Dekomaterial. Eine Million Planeten geben. Jede Menge Dekomaterial. 150? Wie weit können wir denn überhaupt fliegen? Ja? Wie du eben geguckt hast. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Sonne mit einem einzigen Planeten. Ja. ETF. Ja, also kann eigentlich müsste das so funktionieren, dass da halt so Threat Level dran stehen. Wir einfach mal alles durchklicken. Klick, 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 klick. Oh mein Gott, was? ETF. Threat Level 1. 1, 1. Das sind alle 1. Can't land. 1, 1, 1. Eins. Das ist doch... Ich schätze mal, diese Can't-Land-Dinger sind dann wahrscheinlich so Gasriesen, die gar keine richtige Planetenoberfläche haben. Oh Gott, kein richtiges Biom, keine richtigen Lebensbedingungen. Die Frage ist natürlich, inwiefern andere Planeten jetzt entsprechende Überlebensbedingungen für uns haben. Vielleicht landen wir auf einem Wüstenplanet mit Threat Level 1, aber die Atmosphäre ist giftig und ohne Atemschutz kommen wir da überhaupt nicht weiter. Kann auch passieren, kann alles passieren. Oh, hier ist was cool. Das sind zwei Planeten, die liegen quasi direkt übereinander, ineinander drin oder so. Man kann schon kaum den hinteren anklicken, weil der nur so ein Stückchen hervorschaut. WTF, das kann doch nicht sein. Wir können uns ja mal den Wüstenplaneten irgendwie mal begutachten, der hier direkt nebenan ist quasi. Ah, warte, ich guck mal gerade hier nochmal ein paar durch. Das eine Sonnensystem hier nochmal abgrasen. Gerade offen hab. Nope. 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 Ja, WTF. Okay, mal gucken, was ist das hier? Ist ja einer mit so komischen Linien dran, was hat das zu bedeuten? Ja, ja. Das ist doch... ich check das nicht. Ja, pff, ja. Alpha-Sektor. Im Alpha-Sektor können wir uns bewegen.
Ja, keine Ahnung. Such mal einen raus. Fliegen wir mal hin, gucken, was passiert. Ich würde sagen, wir gehen mal nach nebenan. Schauen wir mal, wie der Wüstenplanet so aussieht. Der da im Hintergrund zu sehen ist, oder was? Nee, der direkt nebenan ist. Der kleine braune Zwerg da, direkt neben uns. Biome Desert. Im Hintergrund sieht man doch einen Wüstenplanet. Das ist Alpha Arcturus 59-2, auf dem wir nicht landen können. Ach so. Der hat kein Biom. Hier haben wir noch einen Forest und einen Arid. Die sind da ein bisschen weiter hinten. Ich würde sagen, du suchst ja auf dem Forest, da sind wir momentan schon. Den anderen Forest, die Wüste oder Arid? Na, flieg mal Wüste. Nimm mal Wüste. Are you ready? Nope. Go! Oh, da unten sieht man einen vor dem Großen. Da ist ein kleiner Brauner. Und? Maschine läuft. Schumm, Junge. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das der kleine Braune ist, den man da gerade noch gesehen hat. Und wir haben ULG. Was haben wir für ein Ding? ULG, Überlichtgeschwindigkeit, Mann. ULG Drive. Ulk. Ulk. FTL, FTL Drive, faster than light. Ja, natürlich ist das weit. Hallo, der Mond ist auch nicht mal eben nebenan. Weißt du, wie lange das dauert, bis wir quasi auf dem Mond sind? So, Jump Complete. Wir sind aus dem... Jetzt bin Überlichtgeschwindigkeit, so. Engines cooling down. Initializing Navigation Systems. Oh. Wir schwenken in den Orbit ein. Oh. Und wir haben eine stabile Umlaufbahn. Wunderbar. Cool. Unter uns ist, wir nennen es Dune. Arrakis, von mir aus. Na, bist du bereit? Let's go. Rock and roll. Direkt erstmal Geld. Okay. Oh. Es gibt Überreste Farblich einer Zivilisation. Gar nicht so hässlich. Es gibt jedenfalls Überreste einer Zivilisation. Es gibt hier auch Material. Was steht denn hier? Ein Kaktus. Erstmal da hochkommen, ne? Mein Gott. ETF. Kann Bin mir nicht sicher, ob es feindlich ist. Es ist feindlich. Wie es geblockt hat. Dafür cool. Habe ich den Schild. Ja, mein Schwert ist Zweihand. Der Zweihänder. Okay, der erste Kontakt ist schon mal schief gelaufen. Oh, wir haben hier schöne Steine. Kann Cobblestone. Nicht so hoch. Du verschandelst das Aussehen von diesem wunderschönen Wüstenplaneten mit dem blauen Dreck. Ich hab nichts anderes. Was war das? Ich hoffe, ist es friedlich. Ja, ist es. Es ist friedlich. Kann ich hier nicht springen? Der ist nicht friedlich. Aber tot. Kommt mir das nur so vor? Coal, Sand. Guck mal, was ich habe übrigens. Was ich noch am Rumfarmen war da in der letzten Episode. Hast du die Diamond? Hab ich tatsächlich noch genug Diamonds zusammengekriegt. Hätte ich fast das friedliche Mob hier angegriffen. Das wollen wir nicht. Eigentlich schon. Das willst du, alter Kriegstreiber. Geld. Auf jeden Fall auch an der Oberfläche schon reichlich Materialien, die sich leicht erreichen lassen. Das ist gut. Das ist... Ich glaube, hier ist Gold im Boden. Boah. Ich glaube, zwischenzeitlich... Ich bin eingegraben! Hilfe! Vielleicht ist das noch nicht mal das größte Problem. Irgendwie wirft mir der Server hier im Hintergrund irgendwelche Fehlermeldungen raus. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Au. Eine Kuh! Na toll, jetzt habe ich das andere Vier auch gemacht. Scheint nicht nachtragend zu sein. Ja, das... keine Ahnung. Noch mehr Kühe.
Oh. Jul. Ja, wir können die Kohle gebrauchen. Wobei wir später mal auf andere Energieformen als Kohle zurückgreifen sollten. Ich weiß gar nicht, was gibt's denn noch so? Es ist ein Science-Fiction-Spiel. Ich schätze mal, es wird einiges geben. Immerhin, wir haben effektiv einen Warp-Antrieb. Gewissermaßen. Der mit Kohle funktioniert. Ja. Also ich kann mir das nur so vorstellen, ne? Dass das was zum... Ja. Okay, Sekunde. Ich glaube, ich muss gerade mal echt... Doch ein bisschen da laggy irgendwie. Stonehoe. Ich habe doch hier noch die Axt ausge... Wo zum Geier ist meine Axt? Ich hab's mit der Axt auch eben versucht. Mit der Axt ging's nicht. Oh, da unten ist so ein großes Dings. Ich ignoriere die immer, die können einen umbringen, die sind böse. Also sie können böse sein. Können auch gut sein. Oh. Können. Was ist denn das hier? War das mein... Ich werd's mal... Oh. Warte, ich will es zumindest riskieren, dass ich das Ding zumindest mal on-screen hier auspacke. Ich will noch ein bisschen Cobblestone mitnehmen. Scheint auf jeden Fall was auszuhalten, das Material. Das ist schon mal ganz gut. So. Ich weiß nicht, ob es meine Chancen erhöht, wenn ich vorher hier so eine Bandage irgendwas nehme. Ach, wird schon schief gehen. Es ist verschwunden. Was hast du denn gemacht damit? Hast du es abgebaut? Mit der Spitzhacke. Ja, ich glaube, man muss es benutzen oder so. Nicht abbauen. Shit. Was ist mit dem Sand hier? Ist schon ein bisschen nervig. Ja, das ist... Hier muss man echt vorsichtig sein. Ich muss sagen, ich finde das von den Farben her wesentlich angenehmer als unser anderer Planet. Das auf jeden Fall. Also es ist nicht so ein Augenkrebsplanet wie Alpha Arcturus schieß mich tot. Und an dieser Stelle müssen wir die Aufnahme unterbrechen. Was? Wir sind durch. Ja, wir sind durch. Wir wollen auch nicht zu viel vorwegnehmen. Danke fürs Zuschauen. Den Rest hier vom Wüstenplanet gibt es in der nächsten Ausgabe. Bis dahin, macht's gut und tschö. Tschö, bitte.